Hallo, Herr Professor Kubota. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Windnot ist für uns eigentlich ein Stück weit eine Blaupause fürs Energieversorgungsnetz, wie wir es ausrollen können, wenn alles gut funktioniert. Und daran glaube ich, dass es so funktioniert. Jubiläum ist also unser begehbarer Ort, unter anderem in dem Projekt Windnot. Es sind also auch noch andere Projekte, die hier eine Rolle spielen. Und man muss dazu sagen, dass die meisten Zwickauer hier irgendwann mal das Schwimmen gelernt haben. Das ist also eine ehemalige Schwimmhalle, das sogenannte Ehrenbad. Und als ich hier vor ungefähr 3 Jahren das erste Mal mit meinem Kollegen Professor Teich an diesem Ort gewesen bin und ich mir zum Beispiel hier solche Bilder anschauen konnte, da muss ich ganz ehrlich zugestehen, fehlte mir etwas die Fantasie, wie man hier so ein innovatives Zentrum für die neuen Technologien im Energie- und im Digitalisierungsbereich von morgen eigentlich aufziehen könnte. Und er hat mich eines Besseren belehrt. Es ist ein wunderschönes Gebäude geworden mit verschiedenen wichtigen Bestandteilen. Also einerseits zum Beispiel ein Demonstrator, wo wir das Energieversorgungsnetz zeigen können. Auf der anderen Seite vollautomatisierte Wohnungen mit Smart Home, die erlauben, dass auch Menschen, die sozusagen im Alter oder die ein Gebrechen haben, trotzdem selbstbestimmt sozusagen in der Wohnung alt werden können. Ich denke, die Besonderheit in dem Projekt ist, dass wir den Energiebedarf ein Stück weit an die Energieversorgung anpassen können. Herr Hempel, vielen Dank auch, dass Sie sich auch noch mal Zeit genommen haben, ja, hier im Uvineum uns vielleicht mal die eine oder andere technische Frage zu erklären. Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen hier im Uvineum. Was sehen wir hier? Wir haben einen Messdemonstrator entwickelt. Und hier mal schematisch dargestellt ist unser elektrischer Speicher, der quasi die Energie, die vor Ort erzeugt wird, mit regenerativer Erzeugung, auch wirklich vor Ort behält und zu Tagen, wo halt mal keine Sonne scheint, den Kunden zur Verfügung stellt. Was haben wir weiterhin integriert? Wir haben die Elektromobilität vorangetrieben. Wir haben jetzt mehrere Ladepunkte geschaffen. Jetzt sehen wir hier verschiedene Farben. Alles, was so grün sichtbar ist, ist jetzt regenerativ erzeugt. Und alles, was so blau sichtbar ist, sind Bezüge aus dem höher gelegenen Netz. Jetzt zum Beispiel ist die Windenergie ausgegangen, deswegen hält auch unsere Windenergieanlage an. Und wir sehen schon den Wechsel, dass wir relativ viel Blau haben, weil zurzeit wenig Einspeisung ist, aber relativ hoher Bezug. Und hier oben haben wir dann beispielsweise ein Luftbild, wo man sehen kann, wie diese Struktur eigentlich in real aussieht. Und die Herausforderung ist schon immer, die Ideen aus der Wissenschaft heraus wirklich in die Realität zu bringen. Es ist alles gut, solange niemand anruft und über Nacht vielleicht keine Elektroenergieversorgung hatte. Und wenn sowas passieren würde, das wäre natürlich der GAU und das darf nicht sein. Jetzt stehe ich hier vor einer riesen Wand. Vielleicht können Sie mal ein paar Worte dazu sagen. Die Leitzentrale. Und hier kriegen wir jetzt wirklich im, sagen wir mal, 10-Sekunden-Raster die Daten für Ströme, für Spannungen herein und können damit natürlich dann aktiv reagieren. Diese künstliche Spannung, Strom auf allen 3 Phasen und auch die Spannungsverschiebung. Das sind alle Messstellen, die sich aus diesem Quartier ergeben. Genau. So ist es. Also wir haben hier noch einen weiteren Demonstrator. Industrie 4.0 ist da so das Stichwort, wo man mal so einen Prozesszyklus wiedererkennt und dieser quasi komplett vermessen wird, wo jetzt auch der Kunde leicht darauf zugreifen kann und sagen, jetzt wird gerade mein Produkt produziert, aber auch die Produktionsfertigung genau weiß, dieses Produkt befindet sich dort und dort. Und diese ganzen Prozesse sind sehr energiehungrig und dazu muss es natürlich mal zukünftig wirklich die Intelligenz geben, wo es dann beispielsweise im Haushalt, wo jetzt gerade die Energie nicht gebraucht wird, abgeschaltet wird. Und die ganzen Messdaten landen an der Energiezentrale, werden dort mit Prognosetools ausgewertet. Es ist ihm natürlich darauf bedacht, das zukünftige Energieversorgungsnetz konstant und stabil zu halten. Herr Hempel, wir haben ja jetzt direkt beim Uvineum die ganzen Modelle uns mal angeschaut. Ich sag mal, eher so in der Theorie. Ja, und sind ja jetzt auf der Fahrt raus, um das mal uns vor Ort anzuschauen. Was genau werden wir dann da jetzt sehen? Also als erstes fahren wir zur Trafostation, wo der regelbare Ortsnetztrafo steht. Danach werden wir noch die Elektromobilität vor Ort anschauen.
Die nächste links bitte. Das ist soweit eigentlich ein normaler Drahtbau, der von 10 kV auf 0,4 runterspannt. Wir haben jetzt hier eine Steuereinheit integriert, die quasi den Spannungsabgriff misst und dann die Spannung nachregelt, wenn die nach oben oder nach unten abweicht. Das ist jetzt hier der Lichtmast vorne, genau, wo dann auch die Ladestation sozusagen integriert wurde für die E-Autos. Das ist komplett im Windmütze entstanden, wo wir zwei solche RFID-Karten freigegeben haben, wo auch die Bewohner hier einen Nutzen draus ziehen dürfen. Wenn man dann hier die Karte ranhält, sieht man hier ein Diplom, wo man auch die Ladeströme und die Energie halt quasi sieht. Das ist jetzt komplett von der ZDV übernommen. Die hat die hier gestellt und betreibt sie derzeit auch. So als lokaler Energieversorger und Netzbetreiber sind wir natürlich ein ganz wichtiger Partner für das Projekt. Und wir sind zum einen zuständig, was das Thema Energieversorgung in den Gebäuden angeht, aber auch was das Thema Mobilität angeht, sind wir erster Ansprechpartner. Haben Sie denn auch Zugriff dann drauf, auf die Datennutzung, dass Sie vielleicht sagen, okay, hier lassen sich mögliche Geschäftsmodelle auch für uns langfristig daraus ableiten? Grundsätzlich ist es so, dass wir uns mit der Hochschule auch regelmäßig abstimmen, ganz, ganz wichtig. Gibt es verschiedene Arbeitsebenen, die sich dazu austauschen. In der Tat ist ja noch nie ein Niederspannungsnetz mit so einer hohen Dichte verkabelt worden, also vermessen. Und das sind Informationen, von denen wir uns tatsächlich auch für die Zukunft wichtige Erkenntnisse erhoffen. Das hat auf jeden Fall auch schon was gebracht. Was man für Schritte gegangen ist, die Organisation und auch die einzelnen Ergebnisse, die man gewonnen hat, die sind für uns auf jeden Fall ein Mehrwert. Und ich denke, dass man da auch durchaus etwas daraus ziehen kann. Was muss sich aus Ihrer Hinsicht ändern bezüglich politischer Rahmenbedingungen, damit Teilprojekte wie das Ihrige hier auch weiter in Zukunft vorangetrieben werden können? Also das Problem, was wir heutzutage haben, ist, dass wir sehr oft mit den politischen Rahmenbedingungen oder der Gesetzgebung den eigentlichen technischen Know-how hinterherhinken. Also es gehen bestimmte technische Verfahren funktionieren, aber man darf sie zum Beispiel noch nicht einsetzen. Wir bedenken gerade im Kontext der Digitalisierung, wie schnell bestimmte technische Entwicklungen heutzutage gehen, dann sind wir an manchen Stellen sehr schnell über das hinausgeschossen, was eigentlich sagen wir mal politisch schon betrachtet wurde. Ich würde gerne den Blick nochmal in die Zukunft richten. Stellen wir uns vor, wir befinden uns im Jahre 2030 in einer Stadt wie Zwickau. Wie sieht für Sie dort die Energieversorgung in dem Jahr aus und vor allen Dingen, welche Rolle spielen Sie auch genau dabei? Vielleicht sitzen wir symbolisch gesehen schon an einer perfekten Stelle, um das zu erklären. Wir sind im Ubineum von Zwickau und wir sitzen hier in einer hochautomatisierten Wohnung. Das heißt, das sind sämtliche Prozesse, die in der Wohnung gestaltet werden können, sind zum Beispiel darauf abgestimmt, dass auch ältere Menschen in Zukunft selbstbestimmt technisch unterstützt in ihren Wohnungen bleiben können. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass auch die Finanzen pro Bürger natürlich nicht so hoch sind, um in Zukunft zum Beispiel alles bezahlen zu können bezüglich Energie. Also das heißt, Energie muss einen relativ konstanten Wert an Kosten verursachen in Zukunft. Das ist eigentlich meine Vision, dass jeder selbstbestimmt bei moderaten Energiepreisen hier leben kann. Also ich stelle mir schon vor, dass in 2030 in Zwickau die meisten Dächer mit Photovoltaik ausgerüstet sein könnten. Gerade in unserer Modellregion gibt es noch einige Dächer, die das können, und über Zwickau hinaus natürlich genauso. Alle Dächer Richtung Süden sollten mit Photovoltaik ausgerüstet sein. Und da denke ich, ist schon ein sehr großer Anteil für die Energiewandlung geschaffen. Auf der anderen Seite braucht es Speicher, so wie wir es auch in unserer Modellregion umsetzen, dass wir die Energie eben auch abspeichern können für die Zeit, in denen die regenerativen Quellen nicht zur Verfügung stehen oder eben nicht im ausreichenden Maße. Und damit denke ich, ist schon viel gewonnen. Und damit können wir in jedem Quartier eigentlich dafür sorgen, dass die Energieversorgung auf Basis von regenerativen Quellen recht gut funktionieren kann. Windnot ist für uns eigentlich ein Stück weit eine Blaupause fürs Energieversorgungsnetz, wie wir es ausrollen können, wenn alles gut funktioniert. Und daran glaube ich, dass es so funktioniert.